ich bin schon total aufgeregt. Deswegen gar nicht lange schnacken, kommen, nacken und los geht der Spaß hier. Ja, wir waren jetzt hier das letzte Mal stehen geblieben. Hier grinsen mich schon die Raben an. Hoffentlich sind die ein bisschen freundlicher. Ich bin auf einem scheiß Friedhof gelandet. Nee. Und diese Einbuchtung ist etwas eingraviert. Zwei vertikale Striche. Ein Kreuz und ein... Und drei horizontale Striche. Könnte das eine Art Symbol sein? In dieser Einbuchtung steht geschrieben, wenn der Wind über die Erde weht, scheinen die Sterne am Himmel. Würde am hellsten sagen, aber... Okay. Nein, die greifen mich an. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Hier. Ab. Böser Rabe. Also da brauche ich wieder irgendwelche Symbole. Na, wir sind kritisch. Haben noch 13 Schuss und einen Schlüssel zur Verteidigung. ja, na dann. Ziehen wir mal an. Alter, ich will gar nicht wissen. Da ist irgendjemand in Ketten gelegt. Was steht hier? Eine Grase. Eine Grase. Eine große Statue steht still in der Dunkelheit. Alter, wo komme ich denn hier raus? Junge, was ist denn das für ein Gebiet? Was ist das denn hier? Ich bin gerade ganz schön angespannt, weil ich nämlich fast tot bin. Und ich hier gerade irgendwas gehört habe, was ich jetzt nicht unbedingt als gut empfinde. Wo komme ich hier raus? Wo bin ich? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Hier ist Heilung! Ich habe Heilung gefunden. Oh mein Gott, wie mir das jetzt gerade den Arsch rettet. Ich hoffe, das ist der Speicherraum. Das wäre richtig sick. Ich hoffe, ich finde mal ein paar Farbbänder. Gleich das Zeug hier reingehämmert. Warnung. Auf gut Glück gucken wir einfach mal rein. Raus aus dem Wind. Rein ins Vergnügen. Oh ne, sag nicht, dass ich wieder die Schlange ist. Was ist hier los? Hier rasselt doch ein Feuer. Wer zur Hölle hat das Feuer gemacht? Hallo? Hallo? Hier war jemand. Irgendwer war hier. Aber wer? Dieses Kaminholz sieht frisch aus. Also es muss schon mal jemand Lebendes sein. Ich glaube nicht, dass die Zombies hier Feuer hinkriegen. Hier ist eine Karte. Innenhof mitnehmen auf jeden Fall. Ah, so sieht also der Innenhof. Vor allen Dingen der Innenhof. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Innenhof, der hinter der Villa ist. Der Innenhof ist abnormal groß. Liegen da Schuhe? Ein primitives Bett. Da drin hat wohl schon lange niemand. Ich kann speichern, Alter. Ich glaube das nicht. Da liegen Schuhe drauf. Von hier hat man den. Oh nee, überrascht mich da jetzt vielleicht irgendwas, wenn ich jetzt hier was aufhebe. Wir rennen jetzt erstmal hier ein bisschen blöd rum. Ein Familienfoto. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. 19. Papi erst angegriffen, Mami dann angegriffen. Innen rot und schleimig, weiß und hart. Nicht echt. Was Mami wo? Oder Mammel. Ne, Mami wahrscheinlich. Mami wo? Weiß nicht, Papi, Mami wiedergefunden. Als Mami angegriffen, kein Beweg mehr. Sie schreit. Warum? Will nur bei ihr sein. A family picture and some notes. My dearest Lisa. Es muss auf jeden Fall an Lisa sein. 4. Mami, wo bin so allein? Mami, wo bin so allein? Ja, wieso gibt's denn hier keine Farbbänder, Leute? Also jetzt mal ohne Spaß. Hallo, man muss doch jetzt hier irgendwie...
Irgendwo muss doch auf Hardpoint liegen, das kann das gibt's da nicht. Ich muss da hier mal wieder speichern können. Aber so viel Glück wie ich habe, habe ich mal wieder gar kein Glück. Nach hinten geht's auch noch raus, gell? Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. War das noch was zum Aufheben? Nee, ich glaube nicht. Nee. Es gibt hier eine Schreibmaschine, aber keine Farbbänder mehr. Also ich bin wohl zu verschwenderisch mit diesen Farbbändern umgegangen. Hier ist eine Box. Das bringt mich aber nicht weiter. Ja. Oder nee, ne? Was ist hier? What the fuck? Was ist das? Winde mitnehmen. Vielleicht ist es die Winde. Ah, die passt zum Beispiel schon mal in den Pool halt. Da, dieses viereckige Loch, was wir da gefunden haben, kann man noch irgendwas machen. Das ist ein bisschen komisch, da eine Winde hinzulegen. Irgendwas überrascht mich doch jetzt, ey, wenn ich da... Oh mein Gott. Hey, hey, hey! Bist du eigentlich bescheuert, Chris? Du hast das Vieh doch gesehen. What the fuck, hat mich das jetzt missbraucht? Mein Schwanz tut weh. Was ist hier gerade passiert, ey? Oh, hallo. Sag ich so guten Tag zu dir? Was soll das denn? What the fuck? Dazu ist jetzt keine Zeit. Ich konnte... Oh, ihr seid so behindert, Leute. Ohne Witz seid ihr scheiße. What the fuck? I think she's going crazy right now. Oh, Alter. Was sie hier... Die verteilt ganz schöne Haken, liebe Frau. Ich werde so sterben. Haha. Treffe ich die? Ich glaub's nicht. Ich hätte bestimmt schießen müssen. Toll, ich habe noch einen Schuss. Ja, nee, ist klar. Hm, wenigstens komme ich raus. Wohnt die da, oder was? Na Mensch, hier, mein Guter, komm ruhig rein ins Hexenhaus. Was ist denn noch los mit dir? Warum rennst du weg? Auf jeden Fall... Oh, na klar. Ich hab's doch schon gehört, ey. Ohne Spaß. Wo muss ich denn? Sag mal. Ich werde die auf jeden Fall noch umboxen müssen, die gute Frau. Hallo? Ja, also... Der Weg ist wieder mit neuen Zombies gespickt. Ich glaube, ich hätte auf die schießen müssen, wo da die Dinger aus ihrem Kopf rausgekommen sind. Keine Ahnung. Die Raben sind auch ganz schön bösartig. Ich bin kritisch. Eigentlich wäre es sinnvoller, wenn ich mich sterben lassen würde. Weil dann... Wäre das sinnvoll? Eigentlich schon, denn ich weiß ja jetzt, wo es lang geht, dann kann ich mich auch drauf vorbereiten. Bist du behindert? Greif an. Aber vorerst kann ich ja noch gucken, was passiert, wenn ich die Kurbel verwende. Rausgesetzt, genau, ich probiere jetzt zu gucken, was passiert, wenn ich die Kurbel verwende. Und ansonsten, ja, wenn ich sterbe, mache ich das Ganze halt nochmal, aber diesmal weiß ich ja halt auch direkt, was ich machen muss, also... Von daher passt es ja eigentlich. Alter, Chris, du hast sie noch gesehen und dann kriegst du eine vor den Deckel, ey. Das ist Wahnsinn. Och, nun, da läuft irgendwas rein. Ich geh mal nachgucken. Bam! In your face. Ich werde die Kammern umbringen. Vielleicht dauert es ein bisschen. Vielleicht muss man es auch gar nicht umbringen.
Ich mach's trotzdem. Ich bin falsch gelaufen. Ich weiß halt nicht, ob das unbedingt sein muss, die zu töten, oder ob man sich das aussuchen kann. Es kann natürlich sein, dass sie irgendwas fallen lässt, einen Schlüssel oder so. Aber es kann auch sein, dass sie halt nichts fallen lässt, wie einen Schlüssel oder so. Auf jeden Fall will ich jetzt erstmal ausprobieren, was die Kurbel bringt. Ahu! Wolf des Todes. Ich hätte gleich in der Box gucken müssen. Ich trottel. Ich hätte gleich in die Box gucken müssen und hätte da meine Schrotflinte rausnehmen sollen. Mensch, gib dir mal ein bisschen Mühe jetzt hier. Ach, das war gar kein. Ich höre das entfernte Rauschen eines Wasserfalls. Okay. Tuck, tuck, tuck. Ich finde es aber schön, dass ich zumindest schon mal weiterkomme. Also, dass ich jetzt nicht an der einen Stelle hängen geblieben bin und da mich jetzt totgesucht habe. Sondern einfach, dass ich jetzt hier auch wirklich weiterkomme. Gibt's hier irgendwas? Nee. Was ist das jetzt hier? Ein Fahrstuhl oder was? Ja, und der geht natürlich. Nichts anderes geht, aber der Fahrstuhl. Blaues Kraut. Was war ein blaues Kraut? Guter Rabe. Oh, ey, du bist kein guter Rabe. Oh mein Gott, ich verrecke. Maus an mich hier. Scheiße. Warte, bevor mich der Rabe. Verwendet das mal. Warnung. Ja, ist ja gut. Was ist das jetzt hier für ein Loch? Die Batterie wurde entnommen. Von wem? Was bin ich hier? Noch ein Fahrstuhl? Hä? Bin ich jetzt wieder am Pool oder? Achso, ich bin jetzt praktisch zurückgelaufen und runter, wieder hochgefahren. Ich lebe hier eigentlich echt auf einem ganz schmalen Grat. Es ist eigentlich wirklich nur Glück, dass ich hier. Bitte nicht. Bitte keine Raben triggern. Verpiss dich. Wo geht's hier hin? Also, auf einem ganz schmalen Grat, weil ich bin ja jetzt hier gerade im Bereich Warnung. Was ist das? Eine rote Pflanze. Oh, hätte ich das gewusst, ey. Rotes Kraut. Gott, da kommen doch bestimmt gleich Hunde raus. Eine Schlange, Alter! Ja! Aber ich glaube, die tun mir nichts. Aber bei meinem Glück renne ich jetzt genau in das Nest der Schlange, weil da, wo viele Schlangen sind, muss es ja auch irgendwo eine Schlangenmama geben, ne? Sein Blick ist echt cool. Blaues Kraut. Dreimal blaues Kraut, schon wieder die Schlange. Ein Pflanzenschutzspray scheint aber leer zu sein. Ich habe ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Oh mein Gott. Ich habe wirklich ein ganz schlechtes Gefühl jetzt gerade. Ja! Ein Speicherraum! Oh mein Gott! Was zu heilen? Hoffentlich auch jetzt mal am Farbband. Die Seile sehen frisch geschnitten aus. Also das Seil sieht, da liegt doch auch was. Jawohl, ich glaube das nicht. Ich habe ein Farbband und eine Granate. Oh, heute ist mein Glückstag. Muss ich jetzt gleich verwenden. Leider. Gibt's hier noch irgendwas? Benzin? Kerosin? Noch nicht. Okay, das war's schon. Munition habe ich schon lange nicht mehr gefunden. Eigentlich schade. Also, da weiß ich auch nicht. Das behalte ich erstmal. Das nehme ich auch mit. Eine Pistole ohne Munition bringt mich jetzt leider auch nicht weiter. Nee.
Chris Objekteliste. Wo ist meine Schrotflinte? Hier. Mehr bleibt mir jetzt auch leider nicht übrig. Also. Ja, ich verwende jetzt erstmal so ein Farbband. Ich habe jetzt hier wirklich. Eigentlich hätte ich lieber sterben sollen, das wäre glaube ich besser gewesen, aber jetzt ist es zu spät. Ich habe meinen Speicherstand überspeichert. Und genau aus da oben hat irgendwas geleuchtet. Ich habe hier noch gar nicht angeguckt. Und bevor ich jetzt. Oh, der ist gerade aufgeschlossen. Nee. Bevor ich jetzt auch hier weitergehe, mich hier weiter umschaue, möchte ich jetzt eigentlich erst die komische Frau umballern. Um ehrlich zu sein. Weiß ich, die muss, die hat doch bestimmt irgendwas. Hier fallen Schlangen runter. Fallen die jetzt immer wieder runter oder sind die jetzt. Nö, die fallen nur einmal runter. Da unten kommen bestimmt nachher auch noch. Ui. Jaja. Halt's Maul. Das bedeutet, wir müssen jetzt mal komplett zurücklaufen. Ja, wir haben. Ach ja, ich will mal gucken, was hier jetzt noch passiert. Hier ist ja auch noch ein Fahrstuhl. Irgendwo hier muss eine Stromquelle sein. Das leider nicht. Das bedeutet, dafür braucht man eine Batterie. Wo die ist, weiß ich noch nicht. Kra, kra. Dö, 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 dö. Wo sind wir jetzt gelandet? Achso, wieder am Pool, na klar. Das hat hier jetzt bestimmt noch einen Weg aufgetan, weil ich habe ja das Wasser abgelassen und in dem anderen Abteil war ja auch nochmal so eine Stelle, wo man Wasser ablassen musste, um da weiterzukommen. Jetzt bin ich aber echt gespannt, was passiert. Genau, hier hinten, das meine ich. Kann ich jetzt hier den Fahrstuhl auch verwenden? Nee, ich dachte. Hm. Könnte aber der andere Fahrstuhl sein. Also praktisch der, wo ich gerade die Batterie für gebraucht habe. Möglicherweise. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das sinnvoll ist, was ich hier gerade mache. Oder ob das eher Quatsch ist. Na gut, wir finden es raus. Daddy kommt zurück nach Hause. Und ich habe eine Überraschung mitgebracht. La la la, Schatz, ich komme nach Hause. Und eine Schrotflinte in der Hand. Ich trotzdem, wer oder was das ist und was sie da macht. Die hat da Feuer gemacht. Aber die hat mich halt angegriffen. Seltsamerweise. Das verstehe ich halt nicht. Sie hat mich angegriffen, aber halt nicht gleich umgebracht, sondern halt... Na gut, vielleicht wollte sie mich fressen. Und dachte sich, ich bin tot, aber... Ich bin Chris Redfield. Sinnlos. Ist er wenigstens gleich für immer tot. Hm, nach einem nach einem Tag voller Arbeit ist es doch immer wieder schön, nach Hause zu kommen. Die Frau liegt in Ketten. Und wenn es aufmüpfig wird. Nee, so natürlich nicht, Leute. Das ist nur Spaß, aber die muss jetzt sterben. Schatz, ich bin da. Schatz? Wo ist sie denn jetzt? Die ist ausgeflogen. Um 12 bist du zu Hause. Oh, überrascht die mich jetzt nochmal. Windver... Nee, es hat nur 6 Ecken. Auf jeden Fall Schuhe. Ja, kommt die jetzt oder was? Oder wie? Oder was? Oder wie? Oder was?
Okay. Das ist ein Loch. Die hat sich ein Loch gebuddelt. Könnte ich mir vorstellen. Ha. Huh. Das ist jetzt schon dummi. Ich dachte, die ist jetzt on the way. Ha. Huh. Alle ausgefallen. Einmal vom Sand hergelaufen. Dummerweise. Die muss doch hier irgendwo sein. Ach, hier geht's auch noch runter. Wo bin ich denn jetzt? Keine Ahnung, ey. Voll verrückt, sage ich dazu nur. Ich dachte, die kommt jetzt auch. Wahrscheinlich hat sie das schon gesehen, dass ich hier mit einer dicken Schrotflinte ankomme. Und hat sich deswegen auch gleich mal verpisst. Sorry. Everybody, cha cha. Bedeutet eigentlich, dass ich mich. Ich brauche jetzt den Weg nicht nochmal zu laufen. Ich mache jetzt hier an der Stelle auf jeden Fall nochmal einen Cut. Ist zwar jetzt eine kurze Episode, aber das macht nichts. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge dann im Haus wieder. Jetzt keinen Bock, den Weg zurückzulaufen. Deswegen bis dahin. Auch so ein bisschen unter Zeitdruck. Unter Zeitdruck. Bis dahin. Tschö. Das Video bis zum Ende angeguckt und mir ist gerade der Text eingefallen und wirst Zeuge dieses legendären Outros. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch einfach ein Feedback da oder abonnier uns sogar, wenn wir dir gefallen haben und schau dir einfach mal die nächsten Videos an. Oh, ein dicker Versprecher, aber das macht nichts, ich mach einfach weiter. Ist mir scheißegal. Okay. Und hier. Aha, genau hier. Die fetten Playlists, Junge. Guck dir die Playlists an, ja, schau einfach mal durch, was dir gefällt. Wie gesagt, abonnier uns, falls wir dir gefallen haben. Kannst uns auch gerne deine Kommentare sagen, ob wir gut waren, was wir verbessern müssen. Und ja, das war's dann. Subscriben kann er auch noch. Siehst du den Button nicht? Nein. Für was bezahle ich dich eigentlich, Alter? Ich hab's vergessen. Raste mal nicht aus, gell? Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ciao. In der nächsten Folge auf BTV.